Eigemeisame. So, wir haben einen Bock auf Fisch. Ich hab mal Lust. Haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Haben jetzt nochmal neu runtergeladen, weil, wie gesagt, an einem alten Account kam ich nicht mehr dran. Und gab's jetzt auch zwei Updates. Also zwei DLC-Erweiterungen. Ammo mit Krabbe und irgendwas mit Netze. Ich möchte jetzt immer so im Spiel rausgehen von der zu Google, aber das ist aber nicht so schlimm. So, ich habe jetzt mal alles eingestellt, soweit. Alles episch, okay. So. Neue Karriere. Neues Spiel. Einmal. Machen wir dann die Musik. Audio. So, können wir es lassen, machen wir. Ja, so ist, glaube ich. Ah, könnte noch ein bisschen runtergehen, sehe ich gerade. Bam. Machen wir es dann. So. Weg, da gehen wir auch mal ein bisschen runter. Ja, wir lassen es mal so. So, Jan Nielsen. Nee. Was denn? Männlich? Nee, männlich. Mit Tutorial beginnen, dann haben wir fest beginnen. Wir machen nochmal Tutorial. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles funktioniert. Da gibt es jetzt auch Fishing Nordatlantik. Willkommen zur Barentssee. Du beginnst deine Karriere mit einem kleinen, schwerfälligen, aber robusten Holzfischkutter, den du von deinem Großvater geerbt hast. Aufgrund dieser bescheidenen Anfänge wird dein Weg zu einem der legendären Seefahrer der Barentssee lang und mühevoll sein. Aber lass dich von diesen Träumen über Ruhm und Reichtum noch nicht zu sehr ablenken. Fangen wir erstmal mit der Grundlage an. Gut. Mit W und S kannst du jeweils beschleunigen. Jawohl, Gas geben, bremsen. Mit A, D rechts, links. V, okay. Boah, sieht schon geil aus. Aber jetzt sind wir hinten vor komische Licht am Horizont. Maushart gedrückt halten. Jawohl, jawohl. V. In der S-Book der Ego-Perspektive bewegst du dich mit den Tasten WASD. Mit E kannst du den Objekten auf dem Boot interagieren. Bewege dich einen Weg auf dem Boot und öffne danach die Tür mit E, sobald du soweit bist. Begib dich dann zum Stuhl im Ruderhaus und drück erneut E, um dich hinzusetzen. Okay. Oh, der kommt aber ganz gut. Ah, ist schon schön. Kann man auch von hier aus steuern. Ah, jetzt geht's rückwärts. Ja, irgendwie hänge ich gerade. Ja. Begib dich zum Stuhl im Ruderhaus. Ja, ich würde gerne... Ich drücke E. Irgendwie komme ich nicht mehr so ganz weg. Okay, wir gucken gleich mal. Moment. So, da sind wir wieder. Haben wir das Spiel mal neu kurz neu gestartet. Jetzt ist auch das Flackern einigermaßen weg.
So, dann setzen wir uns mal hier hin. Sobald du auf dem Sitz Platz genommen hast, kannst du das Boot auch in der Ego-Perspektive fahren. Verwende dabei dieselbe Steuerung wie in der Third-Person-Perspektive. Mit F stehst du von dem Sitz auf und kannst dich frei bewegen. In der Nähe wurde eine Langleine ausgelegt. Fahre zu ihr hin und nutze dabei die Third-Person-Perspektive. Okay. Eine Langleine. Drei Knoten ungefähr. Mal nicht zu schnell ranfahren. So. Um die Langleine reinzuholen, muss das Boot so ausgerichtet sein, dass beide Bojen auf der Steuerbordseite rechts vom Boot sind. Also Steuerbord ist rechts. Liegen uns sich mindestens eine der Bojen nur wenige Meter von der Leinwinde entfernt befindet. Sobald sich eine der Bojen nah genug an der Leinwinde befindet, erscheint ein grüner, halbkreisförmiger Bereich. Ein Pfeil zeigt dann auf die weiter entfernte Boje und wird ebenfalls grün. Sobald sich die Boje auf der Steuerbordseite rechts vom Boot befindet. Okay. Irgendwie sieht das Wasser nicht gut aus. Machen wir mal Video. Effektqualität. Aha. Ja, schon besser. Ja, noch ein bisschen. Komm. Das schaffen wir doch. Ja. Das wird. Nee, es wird nichts. Ein Stück zurück. Ja, beim nächsten Mal klappt es auf jeden Fall besser. Nicht zurück. So. Also, mal gucken. Langleine, ja. Rot verfehlt, gelb okay, grün gut, mittleres Ergebnis, blau perfekt. Nun gut. Ah ja, ja. Da war noch was. Naja, gelb ist nicht so gut. Blau ist perfekt. Gut, plus 3%. Boah, ich glaube, der erste Fang, der wird nicht so gut. Oh, da muss aber schnell sein. Hier. Oh. Das war weg. Bin ich ganz ehrlich. Naja, das wird. 14%. 17? Na. Gefühl in den Finger. Oh, das ist ein großer. Oh. Ah, verdammt. Was ein Brocke. Eine Rotbar schon mal. Eine Kabeljau. 9-mal Pollack und 9-mal Schellfisch. Also 80 Kilo, 110 Kilo Pollack. Oh, der ist gut. So, jetzt musst du den Fisch ausnehmen. So
Sobald du Start drückst, musst du die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus in einer durchgehenden Bewegung von links nach rechts bewegen. Versuche das Messer über die markierte Strecke zu führen, um den Fisch möglichst sorgfältig auszunehmen. Lass die Maustaste los, um das Ausnehmen abzuschließen. Drücke Start, so. Gut. Ah. Ausgenommen 80,4 Kilo. War das jetzt gut? Wohl. Egal, Heinz, wird sich aber die Hände vorm Kopf zu alle. Oder auch alle. Haben wir das Messer? Achso, ich war jetzt eben mit dem. Ja, das loben müssen wir. Weil, also ihr seht den Mauszeiger jetzt nicht, aber ich habe hier eben auf meinem Mauszeiger. So, jetzt ist das Messer in der Mitte. Oh, nee, siehst du. Scheiße. Das war nicht so berauschend. Okay. So. Sehen wir jetzt noch, was wir jetzt ausgenommen haben. Fahrer zur zweiten Langleine. Okay. Gute Arbeit beim Einholen deiner ersten Langleine. Auf deiner Karte wurde ein Missionswegpunkt gesetzt. So muss innerhalb von 48 Stunden eingeholt werden, sonst ist sie verloren. Die Farben der Bojen auf der Minikarte zeigen an, wie lange sie bereits ausliegen. Blau bestes Ergebnis. Mittleres Ergebnis, gelb schlecht, rot sehr schlecht, okay. Gut, dann ja. Fahren wir mal hin. Unserem Fischkutter. Jo. Sieht zwar ganz gut aus. Was haben wir da? Müssen wir irgendwo vor uns sein. Ah ja, ich sehe sie da. Ist das jetzt green? Ja, das scheint ein gutes Ergebnis zu sein. Aber wir kennen auf jeden Fall noch genug Fischlare. Wir haben in unserem Frachtraum, also im Lagerraum vom Boot ist noch genug Platz. Wir sind nicht ausgelastet. Jawohl, so. Also, jetzt das Ganze noch immer. Ah, war schon mal gut. War gut. Ah, da war ein bisschen zu früh. Oh, das war perfekt. Plus 8. Oh, perfekt. Plus 13. Aber das klappt nicht immer. Da kann ich noch ein bisschen sagen. Das ist. Oh. Okay. War ein Rotbarsch, ne? So das ausgesehen hat. Plus 22. Oh, wow. Sehr gut, sehr gut. Nietzsche, seid alle mal. Nice, Nietzsche. Nietzsche. Komm, da kriegen wir auch noch hin. Ja, jawohl, 33%, Mann. Das ist Fisch. 38%, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. 43. Ja, das soll man ändern, ich kann nicht Fische hier. Wunderbar.
Ah, 51% Wahnsinn. So, was haben wir dann? Schellfisch, Pollack, Rotbarsch, Kabeljau. Boah, Pollack. 313 Kilo. So, nimm den Fisch erneut aus. Ein ausgenommener Fisch bringt für gewöhnlich einen höheren Preis auf dem Fischmarkt ein, es sei denn, du nimmst ihn sehr schlecht aus, also weniger als 2 Sterne. Der Hafen kauft ja allerdings auch aus unausgenommenem Fisch ab. So, dann auf ein neues. Oh, 5 Sterne fast voll. Ja. 4 Sterne. 684 Gramm Kilo. Boah. Das ist ein Brocke. Oh, 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 der war nicht gut. Ah, 4 Sterne. Da hatte ich vorne zum Schluss immer so ein kleiner Hogan gehauen. Alter, Karl-Heinz ist hier vom Fach, der kann das hier besser Fisch ausnehmen. Der macht das mit links. Der braucht nicht so lange wie ich. 4 Sterne, oh, ist gut. Oh, ich bin, Alter, vor der Anfang werde ich sagen, ist es, So, aktuelle Fahrer nach Hammerfest oder verwendet die Schnellreise? Setzt den Wegpunkt auf der Karte. So, Glückwunsch, du hast eine zweite Langleine eingeholt. Dies ist der Kartmenü mit M. Karte öffnen, Wegpunkte, Schnellreise. Blablabla, der sichtbare Kartenbereich hängt von deinem Bootsradar ab. Wenn du per Schnellreise, okay, Missionspunkte, Wegpunkte, alles klar. Ah, Königsrabbe hier. Oh. Das sind die Bereiche Königsgrabbe. Ja, okay. Gut, mir wollen jetzt noch Hammerfest. Wegpunkte setze. So. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Volldampf voraus. Ach, was mir noch Platz hat, ey. Das ist ja Wahnsinn. Jawohl. Wir haben uns mit innere M. Jawohl, das ist die Karte. Kleine Kurskorrigierung. Auf unserem Navi, auf unserem Bootsnavi müssen wir jetzt sagen, eigentlich aber auch die Boots. Oh. Wale. Das sind schon Wale. Ah, interessant, interessant. So, Saison Sommer 16.06.2017 bis 20.08.2017. Gut, auch mal nix. Events. Im Sommer ist die Nachfrage nach Schellfisch deutlich geringer. Der Preis ist um 40% gesunken. Oh. Makrelenzucht. Der Makrelenbestand steigt derzeit stark an. Wirft das Schleppnetz aus. Okay. 10.08. August. Die Schellfischsaison hat gerade begonnen. Die Kommunalregierung möchte die Produktion der lokalen Fischereien steigern. Der Preis für Schellfisch ist um 20% gestiegen. Gut. Jobs in Arbeit. Ein einfacher Tag um die Grundlagen. Ja gut, da haben wir schon Ausrüstung. Langleine mit 250 Schage und Krabbenköder. 6 zu 18 Koordination. Ah, 10, 37, 7, 23, 27, 21, Ost. Eingeholt am 15.08.2017, Zeit 8.56 Uhr. Gesamter Fang 223 Kilo. Langleine mit 250 Haken und Makrelenköder.
Aha, aha. Verkauf. Okay, Fisch. Amateurzertifikat. Tiny Fishing Vessel. Fortschritt bis zum nächsten Zertifikat. Oh, oder. Brauchen wir noch ein bisschen was zu tun. Okay. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Weil wir könnten ja auch eigentlich. Ja, wie machen wir dann jetzt? Eine Schnellreise. Sprit haben wir auch noch drin. Ja, das dauert aber ganz schön lang jetzt mit dem. Jetzt haben wir fest. Ach, das ist eine Schnellreise. Ach so. Ja, da ist ganz schön was los hier, mein lieber Mann. Guck mal, geht das so ruckzuck. Und ihr müsst nicht so lange warten. So, dann, FPS, die FPS. Oh, ja, jetzt geh aber in die Knie. Ozeandampfer. Ah, Hammerfest ist schon 6 Knoten. Gehen wir noch gleich ein bisschen zurück. Also Hafen Einfahrt nur 6 Knoten. Ja, das sieht gut aus. Gut, bis wir uns so einen Fischkutter leisten können. Da gehen jetzt noch ein paar Wochen drauf. Schön beleuchtet. Gegen so ein Kutter ist unser kleiner Fischkutter hier Spielzeug. So, dann laden wir jetzt gerade noch unser Fisch. Und dann hätten wir es verhaut. Das ist nämlich auch genau passend von der Folge her. Mission abgeschlossen. Glückwunsch, du hast Hammerfest erreicht. Wenn du deinen Fisch verkaufen willst, musst du wieder den Hammerfest anlegen, indem du in rechteckige Hafenzone fährst. Jawohl, jawohl. Belohnung 10.000 Krone. 30.000 Krone haben wir jetzt auf unserem Konto. Hammerfest entdeckt, jawohl. So, wie war das jetzt nochmal mit Anlegen hier? In dem Rechteck sind wir ja. Ah, hier unten, da. Den Hammerfest anlegen, jawoll! So. Was haben wir dann? Das Kabeljau, Schellfisch, 27, Pollack 40. Verkaufen, zum alles verkaufen, jo. Oh, viel brauchen wir eh nix. Oh, was das gibt. Oh, 11.000 Krone. Wahnsinn. So, Preis, Schellfisch. Größe größer als 3,5. Über 10. Ne, kleiner als 3,5, ja. Über 10 Kilo. 1480 Krone. Oh, lieber gut. 1400. 3000. Pollack. Ja, der Pollack, der gibt gut Geld, ey. Gut, muss halt eben auch beim Ausnehmen aufpassen. Ja. Wenn man dann alles schön anständig mischt, gibt es halt eben mehr Geld, ist klar.
3.900, knapp 4.000 Krone, ey. Rotbarsch haben wir bis unter 6 Kilo. Das waren 189 Krone. Also gesamt haben wir 11.600 Krone und 87 Cent. Dann ist immer Cent, ist nicht Cent. Haben wir fest nach 15.8. So, Freunde. Langleinefischerei lernen und im Titel teilnehmen möchtest. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat und mit mir oder wenn ihr mit mir nochmal das nächste Mal rausfahren wollt auf hoher See und wir werfen dann die nächste Langleine aus, werde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Man sieht sich. Erlaub. Euer Kapitän Christian meldet sich ab. Tschüss.